Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Gameplay-Video zu Path of Exile. Ja, ich spiele momentan den Charakter Braid Spectral Hit und Frenzy. Hier habe ich noch Clarity. Jo, und er geht gut ab. Ich mache ihn auf kritische Trefferchance. Und Multiplayer. Hier seht ihr zum Beispiel jetzt der Anfang. Krit habe ich um nur die Chance erhöht. Dann werde ich hier noch die Dodge, also die Ausweichchance für Zauber nehmen. Und werde dann auf Decke gehen. Hier und hier oben. Hier oben, ja. Ja. Werde wahrscheinlich auf Energieschild spielen, damit ich nicht zu viele Items brauche mit Life. Und ja, hier unten werde ich noch ein paar Sachen, zum Beispiel dieses Ballistic Mastery mit 20% erhöhte Projektilgeschwindigkeit. Und hier unten am besten noch das Tempo, Attack, also Attack Speed. Ja. Ich zeige euch jetzt ein bisschen, wie mein Charakter so spielt. Er ist Level 30, ich habe ihn durchgerusht. Die Items sind eigentlich alles auf MF ausgelegt, also Quality und Rate Found. Dieser Hammer habe ich gestern geschenkt bekommen und erhöht Survival eigentlich sehr gut, da er die Gegner auf so schnell kaputt schlägt, wie es nur geht. Das sind meine zwei Alten und die machen viel weniger Schaden als diese Unique Hammer. Geht richtig gut ab. So, also. Schauen wir mal, was die Gegner zu mir sagen. Bin schön schnell besiegt. Ich habe den Frenz wieder nicht ausgelöst. Irgendwie resettet es immer wieder, wenn man den Hammer auslegt und eben den Slot wechselt. So. Ja, die Angriffsgeschwindigkeit ist ein bisschen langsam mit dem Hammer, aber das ist klar. Es ist ein Zweihandhammer. Dann ist der Killspeed auch nicht mehr so hoch. Aber er ist einfach sehr, sehr sicher und schnell im Töten von Gegnern. Und die Bosse sind extrem leicht und sehr schnell getot. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie schnell er die Gegner dann besiegt. Wenn die Boss. Hab ja Frenzy mit Multi-Strike. Ich nehme einmal Frenzy, dann habe ich schon drei Charges und oh, da ist ein unbesiegbar, dass der die Mobs unbesiegbar macht. Ne? Da muss man ihn zu erhöhen, aber ich komme nicht an ihn ran. Und stark ist er auch noch. Das ist jetzt der erste Gegner, der einen Heiltrank erfordert in diesem Markt. Aber es ist relativ schnell tot gewesen. So. Ja, also die Hauptsache, hauptsächlich der Angriff Speckle Throw. Später gibt es dann, kann man zum Beispiel noch Eternal Knives auf kritische Treffer, weil er ja sehr viel kritische Trefferchance hat. Und dann spammen überall diese Knives, diese Dolche herum. Und töten alles, was sich bewegt. Also die einzige Schwäche von diesem Charakter ist, wenn die Gegner Reflekt haben, dann ist der Charakter einfach tot. Man sieht es nicht. Weil der macht so viel Schaden. Und mit dem kritischen Treffen. Ey, was ist das? Ah, Powerful Crit. Okay, die Marktplätze sind jetzt ein bisschen stärker, aber
Immer im Vergleich, ich habe 10 und mehr Charakter, weitere Charakter und niemand hatte in diesem Level mehr Chancen zu überleben als der. Sogar einen voll gut ausgerüsteten Marauder, der extrem defensiv war, oder sogar mein Templer, der extrem hohe Blockchancen mit dem Schild hatte, hat einfach gegen die meisten Gegner seine Probleme. Und das sieht man jetzt beim Ding, ja, es ist halt jetzt, weil ich einfach viel zu viel MF anhabe, dass ich ein bisschen zu viel kassiere. Vor allem die Elementarresistenz sind sehr, ja, die sind sehr niedrig. Ja, ich bin eben durchgerascht und ja. Schauen wir mal nach Items mit Elementarresistenz. Können wir den auch besiegen? Der hat 50 Block Ding auf Space. Den nehme ich mal. Also der schützt gegen Space. Aber das bringt ihn bei ihm nicht so. Mist. Das sind gar keine Space, das ist Lightning Strike. Und der hat ja, der ist eben kein Spell und deshalb bringt es nichts, weil die nicht geblockt wird. Ah, das ist sowieso vom Schild abhängig, genau. Also je mehr Block du hast vom Schild, desto mehr schützt es dich. Also die Hälfte. Also sagen wir mal, wir haben 64 Block, dann haben wir noch 32 Spellblock dazu. Das ist recht gut für meinen Tempel, eigentlich sehr safe. Ja, was soll ich machen? Man merkt es einfach, den Schaden bekommt man extrem dazu im dritten Akt. Also der Schaden erhöht sich um mehr als das Doppelte von den Gegnern. Es geht einfach rasend schnell. Ja, was soll ich machen? Warten, bis ich Spell Dodge habe. Es braucht noch 4. Nein, ich rusche eigentlich durch. Ich habe die 7 nicht. Shit. Naja. Shit happens. Gehen wir, laufen wir wieder durch. Ist ja nicht unbedingt weit. Wir müssen hier nur 2 Gebiete noch betreten. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, so die Schlüssel. Ja, hier ist alles explodiert. Der Hammer lässt die Gegner explodieren und sie sterben. Und machen dann 10% ihres eigenen Lebens an Schaden. Hier ist das alles easy, wenn keine Spell-Gegner sind. Ja, ich habe jetzt auch noch keine Aura ausgewählt. Ich hatte eigentlich genug Mana. Weiß ich nicht, vielleicht bei Bossen nicht. Müsste ich jetzt Clarity nicht um den Kästen. So, boom. Alles explodiert einfach so. Richtig genial. Yep. So, was ist der Eingang zu den Marktplätzen? Irgendwo da oben habe ich das letzte Mal. Ja, da oben. Ja.
Also sind wir gleich wieder in den Marktplätzen. Können weitermachen. Mal schauen, wie es bei den Docks aussieht. Die haben da schon extremen Elementarschaden. Das ist dann wirklich extrem. Ich habe leider noch nicht ganz so viele gute Items, die mich schützen. Deshalb, ja, kann ich einfach sagen, dass es ist sowieso irgendwie normal, dass man in normal mehr Probleme hat als in Mercenary. Weil, wenn man Mercenary ist, dann hat es wahrscheinlich auch wegen dem Schild gewesen. Mal lieber was bisschen aus entfernen. Weil dann man einfach schon gute Items hat. Hier normal droppt einfach kein guter Mist. Er droppt wirklich nur Sachen wie Dornen und so, das braucht kein Mensch. Vielleicht ein Bild braucht es, ja. Aber pff. Das da haben wir wirklich einen super Found. Also, ja. Von dem, der mir das geschenkt hat. Also, ich habe es nicht gefunden. Wäre auch zu schön. Am Level 48 habe ich dann noch ein bisschen mehr Rarity Chance. Weil ich ein Amulett habe, das 48 hat. Und einen Helm. 30 habe ich so. Ja, diese Gegner, die hatten als meinen Summon Witch immer meine Zombies zerstört in den explodierenden Dingen und den Feuerbällen. Ja, das war ein Krampf dazu, als ich noch gar keine Items hatte. Als Akt 3. Das ist jetzt auch schon ein Jahr her. Ich habe eine große Pause gemacht mit Path of Exile. Und ja. Kommt Gegner. Also er macht sehr viel Spaß, dieser Skyne. Shadow. Jetzt bin ich schon bei der Skyne. Ich habe vorher eine Skyne Spectral gespielt. Wenn ich das Waypoint möchte ich noch gerne. Und oh, das ist ja immer dabei. Beim Tempel des Lunaris. Was ist das? Nein, es ist ein Katakomben. So. Hier müssen wir auch etwas machen, oder? Oder nicht? Schauen wir mal. Nein, hier müssen wir nichts machen. Gehen wir wieder raus. Das ist eher so zum Spaß. So eine Side-Arena. Müssen wir später das machen, also sage ich mal. So viel war ich jetzt noch nicht in diesem Markt. Hat die ganze Zeit diese Merrill Runs gemacht und Ledge Runs und hab da drin eigentlich nur Low Level Items, die was taugen. Naja, man muss ja zuerst mal die Gegner richtig schön siegen können, damit sich auch MF Runs bringen, etwas bringen und so. Und ja. Also eins nach dem anderen. Ich bin natürlich 100% safe found. Ja, okay, 99% jetzt wegen dem Hammer. Und werde deshalb noch meine Probleme haben. Dafür habe ich sehr viele Orbs und so. Die kann ich schön aufbauen. Bis ich sie brauche, muss ich nicht. Ja. Muss sie gar nicht opfern für zum Verkaufen. Und so macht das Spiel auch sehr viel Spaß, wenn man nicht alles einfach nur kauft und dann ist man glücklich fertig. Man hat einfach kein Glück, also sozusagen. Und man hat ja schon alles. Wieso braucht man dann Glück? Wieso muss man dann glücklich sein? Also ist Boxen gar nicht jetzt hier so. Schwer? Mal schauen. Nö, machen wir fast keinen Schaden.
Schauen wir mal in den Docks. Hoffe, sind diese Flammensprühechsen dort. Damit ich zeigen kann, wie schnell man sterben kann, wenn man keine Resistenzen hat. Ich kann euch kurz die Stats zeigen. Ja, kritische Trefferchance ist leider noch sehr wenig wegen dem Hammer. Die Chancen sind sehr. Ja, eins ist hoch, das andere nicht so. Und hier ist da nicht so groß. So, und hier defensiv, ihr seht, Fire Resistance, nein, Lightning Resistance ist noch mit 32 am höchsten. Und Chaos Resistance, ja, da sagen wir ja gar nichts dazu. Und ja, der Run Speed ist auch zurückgegangen. Wieso ist der jetzt zurückgegangen? Wegen dem Hammer. Da fragt man sich echt, wieso. Ah, ich habe wahrscheinlich wegen den Stiefeln. Ich habe die Stiefel mit 25. Und das Laufgeschwindigkeit gehabt und ja. Deshalb ist jetzt das alles in meinem. Wir müssen hier irgendwo. Ja, greifen schon die Flaggen an. Die Banner. Wir müssen hier irgendwo nach links oben. Ja, ja, gibt auch Schilder. Also da ist es wieder sehr einfach. Ihr seht es, klappt schon OP, wenn man ihn dann richtig ausgerüstet hat. Auch eigentlich, wenn man nicht gut ausgerüstet ist, ist er trotzdem schon auch OP. Ja, die Schilder machen den meisten Schaden. So, wegen diesen Magiern. Gerade gut. So, haben wir es dann. Das ist ein großes Gebiet hier. Vor allem sehr breit. Ja, es sieht recht gut. Hammer hat 10 Life per Kill. Immer wieder ein bisschen zurücklaufen und kommen die Hämmer schön zurück wieder, also weiter zurück, haben sie mehr Fläche zum Schaden machen und so. So, hier haben wir die Docks. Ich werde jetzt ja immer wieder so Progressions Videos machen, zeige ich, wie sich der Charakter so entfaltet, und ja, natürlich auch andere Charakter zeigen. Da sind die Dinge. Also ihr seht es, die machen schön viel, aber hier ist halt alles ein bisschen blau. Gehört ja eigentlich zu den Docks, ein bisschen blau zu sein. Ja, als nächstes macht vor allem eben die Crit-Chance. Also wahrscheinlich die Decke zuerst. Nein, das bringt es jetzt eigentlich nicht. Ich habe ja keine guten Dolche. Also, ich werde jetzt diese füllen. Dann werde ich, sind die Chancen, die sind die Chancen, werde ich machen. Ja, da werde ich da hier hochgehen. Ja, vielleicht die Life Notes, ich brauche unbedingt Life. Und hier die Resistenzen, diese zwei. Und
hier die Resistenzen nehmen. Hier ist der Deckspeed sehr gut. Hier halt der Schaden. Es geht halt alles nur Projektilschaden. Hier, Aspekt des Pandas. Oh ja, da sind die guten. Das ist jetzt eben mit Schild. Strike Multiplayer nehme ich natürlich. Hier, Life Notes. Hier ist sehr gut. Also Pfeile ausweichen. Hier ein bisschen Movement Speed. Hier ist noch Life. Also es gibt sehr viel hier zum Ding. Skillen. Der Charakter wird so, also sehr schön ausgebaut werden. Mal schauen, ob ich hier dann noch dieses Arctic Blows und hier das Lightning Blows. Wie heißt das? Ah, das ist Ice Bite, das ist Cold Damage und das ist Blitz Damage. Ja. Ah, es ist Arcing, nicht Arcting. Okay, ja, das war's. Im ersten Video. Ich hoffe, ihr schaut bald im zweiten Video bald nach. Und ja. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit dem Charakter. Ich hatte jetzt nie die Probleme. Nie. Also jetzt bei diesem Tod, aber ja eben. Bin auch ein bisschen selbst schuld. Zu viel MF und zu wenig Resistenzen. Das ist leider sehr wichtig bei Path of Exile. Jo. Vielleicht werdet ihr am Anfang ein bisschen Mana-Probleme haben, aber das kann man mit Clarity, das findet man beim ersten Halbakt-Boss. Als Questbelohnung und ja. Also bis dann, bis zum nächsten Video. Euer Drag Basler.